Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir werden heute weitermachen mit der Cleopatra. Wir müssen nämlich mit ihr sprechen, da wir jetzt alle Gegner, was sie uns aufgetragen hat, ja erledigt haben. Und da werden wir doch jetzt mal hinfahren. Schauen wir, den hier runterkriegen von seinem Bötchen. Ich muss mir den mal kurz ausleihen. Dankeschön. Schauen wir mal, ob wir da hinten durchkommen. Ah, wollte ich nicht hin. Da wollte ich jetzt nicht hin. Okay, warte, hier sehe ich noch ein Boot. Nehmen wir das da. Ein bisschen zu schnell Gas gegeben hier. Genau, ich wollte eigentlich hier durch. Hier müsste es gehen. Genau. Dann fahren wir ein bisschen langsamer jetzt. So, dann ziehen wir mal durch hier. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen in den Palast. Aber Cleopatra müsste ja auf unserer Seite sein. Also dürfte es nicht eigentlich das große Problem sein. Wir schauen mal. Ja, wir müssten hier rumfahren. Ja, ein Haufen kleiner Inseln hier. Alter Schwede, was ist denn? Herakleon. Okay. Gut, alles klar. Ziemlich dreckig aus hier alles. Okay. So. Und gehen wir nochmal rein in den Palast. So, Krokodile sind hier keine, oder? Okay. Ah, wir sind damals von der anderen Seite gekommen. Alles klar. Hier war anscheinend mal irgendwie eine Brücke oder so. Die jetzt nicht mehr da ist. Neo
Ich komme mit eurem Wein. Mögen eure Tage erfüllt. Ja, seht, wer zurückgekehrt ist. Bayek von Siva. Perfekt, dass du uns in Helakleion triffst. Der Stadt des Weins, der Frauen und allem, was ein Magi wie du verlangt. Und verdient. Ah, auf die Königin! Bayek, du kommst genau im rechten Moment. Kleopatra, ich suche immer noch die Mörder meines Sohnes. Der Orden ist neutralisiert. Habe ich für mich gejagt oder für euch? Wir haben noch zwei Namen. Der Orden darf nicht... Und wie viele Namen kommen noch? So viele, wie nötig sind. Ich will meinen Sohn in das Totenreich bringen, wo er hingehört und nicht... Ich schätze euch, Kleopatra. Aber eure Aufträge verführen meine Frau, nicht mich. Was bedeutet dir dein Abzeichen? Hast du es vergessen? Dieses Abzeichen bedeutet euch mehr als mir. Es ist kein einzelner Mann, den wir bekämpfen. Nichts endet einfach. Aya hat verstanden, dass es eine neue Wirklichkeit gibt. Wir sind deine Pharaonen. Du bist ein Magi für ganz Ägypten. Folge uns. Wir haben ein Geschenk. Hm. Apropos Magi. Gibt es Neues von Aya? Aya von so. Wir erwarten Pompeius und seine Flotte jeden Tag, um uns gegen den Orden zu verbünden und das Land zu verändern. Nimmst du mir eine Schätze hier mit? Bei meiner Jagd sah ich vieles, das mich angewidert hat. Unser Land wird auf furchtbare Weise unterdrückt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Orden wieder Fuß fasst. Ja, Bayek. Die zwei neuen Namen, der Schakal und der Skorpion, gehören zum inneren Zirkel unseres Bruders. Wir glauben, dass sie hinter dem Anschlag auf unser Leben stecken. Ein Anschlag auf euer Leben? Durch Phylakis eures Bruders? Schwer zu sagen. Ein Gabinianer, einer von Septimius' Kriegern. Sie bilden eine Miliz mit 2000 Mann. Wir wollten uns mit ihnen verbünden. Mit Septimius? Dieser Römernarr? Er führt sie an? Ja, der Träumer, der sich als wahrer Ägypter ausgibt und doch einen Mann schickt, um uns zu ermorden. Nicht sehr ägyptisch, wenn du uns fragst. Aya glaubt, er arbeitet für den Orden und hat hier einen Stellvertreter namens Venator. Vielleicht ist er der Maskierte, der den Tod meines Sohnes verantwortet. Okay, Venator. Bootsiefer! Verdammt nochmal, tötet mich einfach, ihr Narren! Hier ist ein Geschenk. Er ist im Orden der Ältesten, wie Septimius. Er hat an der Villa herumgeschnüffelt. Vielleicht weiß er, wer deinen Sohn getötet hat. Mein Bruder Septimius erschlug deinen Sohn und ich gebe einen Scheiß drauf. Dir geb ich drauf scheißen. Ich hab nur die Zwillinge gefickt, Venator. Hast du genug? Ich werde noch mehr aus ihm rausholen. Ich schlage vor, du besuchst das Bordell in der Stadt. Ja. Geh und wühle dich durch Dionysos Stadt. Und decke die Verschwörung gegen uns auf. Okay. Wir sollen also ins Bordell gehen. So viel haben wir schon rausgefunden. Septimius ist in der Stadt. Sein wichtigster Phylakis ist ein Mann namens Venator. Es gibt Gerüchte, dass er sich gern im Bordell herumtreibt. Ich werde die Stadt säubern und für unsere Sicherheit sorgen. So, dann schauen wir doch mal ab ins Bordell. Ah, sieh nur, der Magi. Ein Krieger mehr auf unserer Seite. Ich hoffe, Amun wird uns beistehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns Kleopatra ausnutzt. Für ihre privaten Zwecke. Ich liebe es hier.
Herakleon. So. Voller schöner Ägypter und schöner Griechen. Ich erkenne. Ah, okay. Und hier los. Ja, zeigen Sie, wie es geht. Alles klar. Oh, was höre ich denn hier? Die rammeln da, oder was? Kann ich da rein? Nee. Kamera kann es aber auch nicht so drehen, haben sie zensiert, dass man nichts sieht. Okay. Schauen wir mal runter. Unten ist die Bordellbesitzerin. Ah, ein wahrer Krieger. Ich gebe Rabatt für. Warte. Du gehörst nicht zu den Gabinianern, oder? Nein, tue ich nicht. Ich bin ein Magi. Wow. Magi sind früher oft hergekommen. Aber jetzt nicht mehr. Für wen arbeitest du? Kleopatra. Ich hörte, sie sei in der Stadt. Ein Magi, der für die Pharaonin arbeitet. Du hast sicher viel Geld. Ich würde gern eure legendären Zwillinge sprechen. Sprechen nennst du das also? Jeder hat seine Vorlieben. Die Zwillinge werden dich was kosten, ob du nun mit ihnen sprichst oder was auch immer, Magi. Bezahle die Bordellbesitzerin. Ja, wie will die ihn haben? Mach es dir oben schon mal bequem. Die Zwillinge kommen gleich. Sie haben eine raue Nacht hinter sich. Also sprich nicht zu viel mit ihnen. Okay, warte oben auf die Zwillinge. Du wolltest uns sprechen? Ich suche einen Gabinianer namens Venator. Sch, sag diesen Namen nicht. Er ist ein Nekediadet. Ich werde nicht schweigen für dieses Monster. Alle haben Angst vor ihm. Aber du solltest ihn töten. Er wohnt im Norden des großen Platzes. Er wird nirgendwo mehr wohnen, nie wieder. Okay. Die Vögel da drin, was ist denn hier los? Okay, schauen wir noch mal gleich mal darüber. Bei Anubis. Hier war offenbar viel los. Venator arbeitet nicht allein. Hier riecht es wie in einem Sumpf. Zerbrochenes Geschirr. Hier ist irgendetwas faul. Blut an den Wänden. Dieser Venator ist krank. Was habt ihr hier veranstaltet? Okay, das scheint alles unten zu sein. Zielübungen auf Kleopatra? Venator bereitet seine Gabinianer auf einen Attentat vor. Okay, wie werden wir verhindern? Oh! Schwede. Lauten, Schminkzeug und Duftöle. Waren hier Straßenmädchen zugange? Und römische Insignien. Komisch. Offenbar sollen seine Männer untertauchen. Weinfässer.
Das hier riecht aber nicht nach Wein. Schein mit Gift drin, ne? Genug Öl, um die ganze Stadt niederzubrennen. Okay, das müssen wir verhindern. Ein raffinierter Plan. Einer seiner Männer gibt sich als Frau aus und infiltriert vermutlich den Palast. Getarnt als Weinhändler docken sie an und legen Feuer, um für Panik zu sorgen. Und ein Bogenschütze schaltet die Königin dann aus. Von erhöhter Position. Venator, du bist mehr als einer von Septimius' Hunden. Du hast deine eigenen Marionetten im Orden. Ich muss sie finden, bevor sie zuschlagen. Töte den Bogenschützen, töte den Infiltrator, töte den Signalgeber. Okay. Okay, ist der Bogenschütze. Alles klar. Dann schauen wir doch mal wieder, wie wir die wegmachen können. Können wir vielleicht gleich Attentaten? Ich möchte später noch die Laute für die Königin spielen. Großartig. Bist du einer der Musiker, die für Kleopatra spielen? Hast du ein Glück? Ja, ich suche nach den anderen Musikern. Hast du sie gesehen? Nein, habe ich nicht. Werdet ihr später auch zu Ort? Alexus! Okay, den helfen wir. So, wo ist der nächste? Okay, stoppen wir uns gleich den nächsten. Ich denke mal, das wird der Bogenschütze sein, oder? Sollte ich vorsichtig sein. Okay, wir gehen mal weg, ja? Komm hoch hier, komm! Nee, geht er nicht hoch. Müsste man eigentlich von hier kriegen. Kleopatra! Ah.
Okay, so hätten wir sie alle. Sehr schön. Bloß schon haben wir einen Aussichtspunkt. Wir sind eh schon an einem Aussichtspunkt. Den machen wir doch gleich. Sehr schön. Alles klar, dann gehen wir doch gleich zu Cleopatra zurück. Schwimmen wir hier ein bisschen unter Wasser. Ich habe das Gefühl, dass sie in so eine Falle lockt. Ich weiß nicht. Aber das werden wir rausfinden. Meine Liebe. Ach, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen. Nach Meer oder nach Meer? Die sogenannte Küche? Bums. Geld noch mitnehmen hier, Blinder. Ahera Heru? Oh, der sieht gefährlich aus. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra! Alter. Meine Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Kann man schwer ausweichen, den Scheiß. Uah. Alter! Alter Schwede! Okay, dann wollen wir nochmal machen. So schwer ist er nicht. Ich muss bloß eher ausweichen. Ich dürfte die Kombo komplett durchziehen. Deine Königin ist eine ehrlose Schlampe. So spricht man nicht über eine Göttin. Wenn du der Beschützer Ägyptens bist, dann wird das Land jeden Moment mit dir untergehen. Rede weiter, solange du noch einen Kopf hast. Warst du im Bordell und hast meine Arbeit bewundert? Deine Einschüchterung ist lahm. Komm, ich befreie dein Kar von dir. Du Scheißkerl. Glaubst du, du könntest einen unserer Pläne ändern? Du wirst gleich sterben. Das ist genug Änderung für mich. Tod der Kleopatra! Wir sind die Gabinianer und Ägypten gehört uns! Hurra!
Na komm her. Krieger hast du bezwungen, aber mich noch nicht. Zwei Äxte werden nicht reichen. Lass die Königin sterben. Die einzige Würde, die sie noch hat, liegt im Tod. Wenn der Tod Würde erfordert, muss ich dich auszeichnen. Dann verdienst du die allerhöchste Ehrung. Alter, warum denn? Ich kann den aber nicht. Bam. Boah, Alter. Halte einen Platz in der Duat für deinen Bruder Septimius warm. Bums. Hey. Alter Mann! Oh, bist du verletzt? Nur eine Fleischwunde. Hey. Mir geht's gut. Jetzt tut mir nichts mehr weh. Unser Verstand tobt. Was wir auch tun, man drängt uns immer weiter. Noch ein Versuch, uns auszulöschen. Meine Königin, ruht und erinnert euch... Wir müssen euch. Nicht ruhen. Es ist kein Ende dieses Bürgerkriegs in Sicht. Wir brauchen den verfluchten Thron. Unser Thron verrottet in den Händen unseres Bruders. Lasst Foxy das Schiff vorbereiten. Wir treffen uns mit Pompeius. Unser letzter Ausweg. Ihr zwei geht voran und sagt ihm, dass wir kommen. Ja, meine Königin. Bayek, wenn wir nicht zuerst bei Pompeius sind, dann Septimius. Ich bringe Aya zu Pompeius... Anliegestelle. Okay, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wieder schön in der nächsten Folge dabei seid. Genau, dann wünsche ich euch bis dahin noch viel Spaß mit meinen anderen Projekten auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.